Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial zur Einreichung des Verwendungsnachweises im Rahmen der zweiten Ausschreibungsrunde der Fördermaßnahme Zentren beim Bundesverband Soziokultur. Mein Name ist Felix Künzel, ich bin Förderreferent und ich werde euch durch dieses Videotutorial begleiten. Bevor wir starten, noch ein paar allgemeine Worte zu diesem Tutorial. Im Rahmen dieses Videos können wir nicht alle Detailfragen und möglichen Besonderheiten behandeln, die im Rahmen der Verwendungsnachweiseinreichung auftauchen können. Stattdessen werden wir uns anhand eines Beispielfalls mit den Abläufen und Gegebenheiten beschäftigen, die für die Mehrzahl der Fälle relevant sind. Sollten bei eurem individuellen Fall inhaltliche Fragen auftauchen, die dieses Video nicht beantwortet, könnt ihr euch selbstverständlich vertrauensvoll an eure zuständige Förderreferentin bzw. euren zuständigen Förderreferenten wenden. Zunächst möchte ich euch einen Überblick über die einzelnen Stationen zeigen, die ein Verwendungsnachweis durchläuft. Als erstes fordert ihr in unserem Förderportal einen Link zur Erstellung eures Verwendungsnachweises an. Folgt ihr diesem Link, könnt ihr in unserem Online-Portal euren Verwendungsnachweis digital erstellen und einsenden. Anschließend druckt ihr den digitalen Verwendungsnachweis aus, unterzeichnet ihn und schickt ihn mit den notwendigen Belegen an uns. Wenn der unterzeichnete Verwendungsnachweis mit den notwendigen Belegen vollständig bei uns angekommen ist, prüfen wir den Verwendungsnachweis. Welche Belege notwendig sind, erfahrt ihr beim Durchlaufen des Portals. Als Ergebnis unserer Prüfung schicken wir euch einen Schlussbrief zu. Hier seht ihr, ob alles ausgeglichen ist, ob noch eine Rückzahlung und/oder Zinszahlungen zu leisten sind oder ob ihr eine Erstattung von uns erhaltet. Bitte schließt eure Maßnahme erst vollständig ab, bevor ihr den Link zur Erstellung des Verwendungsnachweises anfordert. Bitte tätigt zuvor auch alle Ausgaben, die ihr im Rahmen des geförderten Projekts abrechnen möchtet. Und ganz wichtig, bitte vergewissert euch, dass ihr alle notwendigen Fördermittel abgerufen und erhalten habt, bevor ihr den Link zur Erstellung des Verwendungsnachweises anfordert. Denn es sind keine Mittelabrufe mehr möglich, sobald ihr den Link zur Erstellung des Verwendungsnachweises angefordert habt. Falls ihr noch die Auszahlung eines angeforderten Mittelabrufs erwartet, fordert den Link erst an, wenn die Fördermittel auf eurem Konto eingegangen sind. Wenn keine Mittelabrufe mehr ausstehen, könnt ihr bequem mit dem angeforderten Link euren Verwendungsnachweis digital erstellen. Bevor ihr mit der Erstellung eures Verwendungsnachweises beginnt, haltet folgende Dokumente und Informationen bereit. Das beschleunigt die technische Erstellung und ihr könnt euch schnell wieder anderen Aufgaben widmen. Um alle relevanten Informationen im Verwendungsnachweis zu erfassen, braucht ihr euren Zuwendungsvertrag, der auch den Kosten- und Finanzierungsplan enthält. Falls ihr seit Ausstellung des Zuwendungsvertrags Umwidmungen beantragt habt, haltet die Genehmigungen bereit. Dann behaltet ihr den Überblick und könnt eventuelle Abweichungen schnell und einfach begründen. Haltet bereit, wann angeforderte Fördermittel auf eurem Konto eingegangen sind. Falls ihr Rückzahlungen geleistet habt, bringt die entsprechende Belegnummer eurer Buchhaltung in Erfahrung. Außerdem benötigt ihr für die Erstellung eures Verwendungsnachweises alle Ausgaben, die ihr für die genehmigte Fördermaßnahme abrechnen möchtet, inklusive Liefer- bzw. Leistungsdatum und Zahlungsdatum. Auch die jeweilige Belegnummer eurer Buchhaltung muss später beim Verwendungsnachweis eingegeben werden. Bitte achtet darauf, dass die Lieferungen und Leistungen innerhalb des Durchführungszeitraums erfolgt sein müssen. Die Bezahlung dieser Lieferungen und Leistungen kann im Durchführungszeitraum oder Abrechnungszeitraum erfolgen. Dazu erzähle ich euch später mehr. Hinsichtlich der Belege bitten wir euch, die Belege hochzuladen, wenn ihr im Online-Portal explizit dazu aufgefordert werdet. Belege ladet ihr digital als Scan in unserem Online-Portal hoch. Ausgewählte Belege reicht ihr neben dem digitalen Hochladen auch postalisch ein. Welche Belege das sind, erfahrt ihr im Portal und in diesem Verwendungsnachweis-Tutorial.
Denn welche Belege ihr mit dem Verwendungsnachweis einreichen müsst, hängt davon ab, welche Ausgaben in eurer Maßnahme angefallen sind, ob ihr Drittmittel eingebracht habt und ob ihr Aufträge mit einem Nettowert von 1.000 Euro und mehr erteilt habt. Bei Ausgaben für Personalkosten ist die Einreichung unterzeichneter Stundenzettel notwendig. Die Vorlage findet ihr auf unserer Website im Bereich Downloads. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem Förder-ABC. Falls ihr Drittmittel in die Fördermaßnahme eingebracht habt, ladet bitte die entsprechenden Zuwendungsbescheide hoch. Sofern ihr Aufträge erteilt habt, die einen Nettowert von mindestens 1.000 Euro haben, reicht bitte eine formlose Vergabedokumentation ein. Ihr werdet an der entsprechenden Stelle dazu aufgefordert. Weitere Belege müsst ihr einreichen, wenn ihr im Online-Portal dazu aufgefordert werdet. Das Portal erläutert, welche Belege dies sind. Daher sind sämtliche Belege zu eurer geförderten Maßnahme bereitzuhalten. Dazu gehören unter anderem Rechnungen, Zahlungsbelege und eure Vergabedokumentation. Alle Belege, die ihr einreicht, sind eindeutig mit dem Maßnahmebezug zu kennzeichnen, zum Beispiel mit eurer Vertragsnummer und Zentren 2. Bei Belegen, die Zahlungen betreffen, ist zudem der Tag der Zahlung handschriftlich und digital zu vermerken. Achtet bitte darauf, dass die Scans eurer Belege gut lesbar sind und nicht auf dem Kopf stehen. Besteht ein Beleg aus mehreren Seiten, zum Beispiel ein zweiseitiger Zuwendungsbescheid, fasst die einzelnen Seiten bitte zu einer PDF-Datei zusammen. Die Dateigröße sollte allerdings maximal 2 MB betragen. Nachdem ihr alle benötigten Unterlagen bereitgelegt habt, geht es nun im nächsten Schritt um die Benutzung unseres Online-Portals. Wie ihr in diesem Video sehen werdet, automatisiert das Portal viele Aufgaben und führt euch in 5 thematischen Schritten durch den gesamten Prozess der Eingabe eures Verwendungsnachweises. Um euren individuellen Zugang zum Portal zu erhalten, müsst ihr zunächst einen Zugangslink generieren. Um zu dem entsprechenden Online-Formular zu kommen, geht ihr zunächst auf die Webseite des Förderprogramms unter soziokultur.neustartkultur.de. Dort klickt ihr auf Bereich Zentren und wählt unter Zentren 2 den Abschnitt Förderportal aus. Mit einem Klick auf Verwendungsnachweis einreichen gelangt ihr zu einem Online-Formular, über das der Zugangslink zum Portal generiert wird. Bevor ihr nun im nächsten Schritt den Zugangslink anfordert, überprüft bitte nochmal, ob ihr alle benötigten Fördermittel abgerufen und erhalten habt. Denn sobald der Link zur Verwendungsnachweiserstellung generiert ist, können keine neuen Mittelabrufe mehr getätigt werden. Im nächsten Schritt gebt ihr nun eure Vertragsnummer sowie die in den Antragsdaten hinterlegte Postleitzahl ein. Ihr bestätigt, dass ihr zur Einreichung des Verwendungsnachweises berechtigt seid und klickt auf den Button Link jetzt anfordern. Daraufhin wird euch das System bestätigen, dass euch ein Link per E-Mail zugeschickt wurde. Die E-Mail geht direkt an die E-Mail-Adresse der Ansprechperson, die ihr in den Antragsdaten hinterlegt habt. Dieser Link ist ab Erstellung 14 Tage gültig. Aber keine Sorge, ihr müsst den Verwendungsnachweis nicht innerhalb von 14 Tagen abschließen. Falls ihr mehr Zeit benötigt, könnt ihr nach Ablauf der 14 Tage auch einen neuen Link erstellen, sofern euer Abrechnungszeitraum noch nicht vorüber ist. Die bis dahin im Portal gespeicherten Daten bleiben erhalten. Nachdem ihr den Link angefordert habt, erhaltet ihr eine E-Mail von uns. Diese enthält euren individuellen Zugangslink. Falls in eurem Posteingang keine E-Mail eingegangen sein sollte, schaut bitte in eurem Spam-Ordner nach. Sollte auch dort keine E-Mail sein, wendet euch bitte an eure zuständige Förderreferentin oder euren zuständigen Förderreferenten. Wie ihr seht, enthält diese E-Mail viele Informationen. Sie fasst Inhalte,
die auch im Rahmen dieses Videos besprochen werden, noch einmal in schriftlicher Form zusammen. Durch einen Klick auf den Zugangslink landet ihr im Online-Portal. Im oberen Bereich des Portals seht ihr bereits die 5 thematisch gegliederten Schritte, durch die euch das Portal nun leiten wird. Im ersten Schritt geht es um eure Ausgaben sowie das Inventar. Im zweiten Schritt werden Mittelabrufe und gegebenenfalls Rückzahlungen dokumentiert. Im dritten Schritt geht es um die Drittmittel. Im vierten Schritt erstellt ihr euren Sachbericht. Und im fünften Schritt stellt euch das System die von euch gemachten Eingaben übersichtlich dar, damit ihr vor dem Absenden alles noch einmal gründlich überprüfen könnt. Nachdem alle Eingaben abgeschlossen und geprüft sind, wird das System euren Verwendungsnachweis automatisch im PDF-Format erstellen. Zum Abschluss müsst ihr die PDF-Datei nur noch ausdrucken und von der vertretungsberechtigten Person unterschreiben lassen. Zusammen mit den gegebenenfalls erforderlichen Anlagen könnt ihr nun alles an uns verschicken. Im nächsten Schritt beginnt ihr, Eingaben im Portal zu machen. Eure Arbeit im Portal könnt ihr jederzeit unterbrechen und das Portal verlassen. Wichtig ist hier, dass ihr auf den Button Speichern klickt, bevor ihr das Portal verlasst. Denn das System speichert eure Eingaben nicht automatisch. Wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt zum Portal zurückkehrt, könnt ihr einfach dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Auch von einem anderen Gerät. Solange der Verwendungsnachweis nicht abgeschlossen wurde, können bestehende Belege und Eingaben auch gelöscht und geändert werden. Innerhalb des Portals, auch zwischen den 5 Schritten, könnt ihr frei hin und her navigieren. Um Datenverluste zu vermeiden, empfehlen wir aber, für die Navigation die Links und Buttons innerhalb des Portals zu verwenden und nicht die Vor- oder Zurückfunktion des Browsers zu nutzen. Wenn ihr das Portal über euren Zugangslink öffnet, befindet ihr euch automatisch auf der Seite Ausgaben und Inventar. Dies ist der erste von 5 Bereichen des Portals, in dem ihr eure Daten eingeben und prüfen könnt. Wie ihr seht, gibt es zu jedem der 5 Bereiche farbig unterlegte Infotexte, die die wichtigsten Informationen und Regeln zum jeweiligen Bereich schriftlich zusammenfassen. Die Erfassung eurer Ausgaben erfolgt unterteilt nach Maßnahmebereichen entsprechend der Gliederung eures bewilligten Kosten- und Finanzierungsplans im Zuwendungsvertrag. In unserem Beispielfall habe ich bereits fast alle Ausgaben im System eingegeben. Deswegen kann ich hier in der Übersicht nicht nur die für den jeweiligen Maßnahmenbereich beantragte bzw. bewilligte Summe sehen, sondern auch die tatsächlich verausgabte Summe und die Abweichung zwischen Ist und Soll in Prozent. Alle bereits erfassten Eingaben könnt ihr jederzeit ansehen, bearbeiten oder gegebenenfalls auch löschen. Dazu geht ihr in einem Maßnahmebereich auf bereits erfasste Ausgaben und seht dort eine Liste mit sämtlichen aktuell im System hinterlegten Daten und hochgeladenen Dokumenten. Im gelb hinterlegten Infotext findet ihr außerdem einen Link zur Liste aller bisher erfassten Ausgaben und Anlagen. Die Reihenfolge der Erfassung spielt keine Rolle. Das System sortiert die Daten automatisch nach Zahlungsdatum und erstellt die Beleg- und Inventarlisten. Bitte beachtet, dass die Zahlungen eurer Ausgaben innerhalb der Verwendungsfrist sowie innerhalb des Durchführungszeitraums oder des Abrechnungszeitraums liegen müssen. Die Verwendungsfrist beträgt 4 Wochen nach Eingang der Fördermittel auf eurem Konto. Der Abrechnungszeitraum läuft 2 Monate nach Ende des Durchführungszeitraums. Die exakten Daten zu eurem Durchführungszeitraum und eurem Abrechnungszeitraum findet ihr unter § 2 eures Zuwendungsvertrags.
wurde euch per E-Mail eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung für euren Durchführungs- und/oder Abrechnungszeitraum bewilligt, sind die darin enthaltenen Daten gültig. Zahlungen aus Eigenmitteln können unabhängig der 4-Wochen-Frist geleistet werden, müssen aber ebenfalls im Durchführungs- oder Abrechnungszeitraum liegen. Ausschlaggebend für den Zeitraum, in dem Ausgaben getätigt werden können, ist auch die Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns. Wenn dieser im Zuwendungsvertrag vereinbart ist, sind Zahlungen ab dem Tag abrechnungsfähig, zu dem der vorzeitige Maßnahmebeginn bewilligt wurde. Anhand unseres Beispielfalls möchte ich mit euch nun alle einzelnen Teilschritte der Ausgabenerfassung durchgehen und erläutern. Um eine Ausgabe zu erfassen und den entsprechenden Beleg hochzuladen, gehe ich zunächst auf Ausgabe erfassen des betreffenden Maßnahmebereichs. Hier gebe ich zuerst den Betrag für die neu zu erfassende Ausgabe ein. Das sind in unserem Beispiel 294,25 Euro. Wie ihr sehen könnt, trennt unser System Centbeträge mit einem Punkt statt mit einem Komma ab. Das passiert automatisch. Wenn ich ein Komma eingebe, wird dieses in einen Punkt umgewandelt. Falls ihr vorsteuerabzugsberechtigt seid, achtet bitte darauf, nur Nettobeträge abzurechnen. Im Feld Investition gebe ich nun die Art der Ausgabe an. Bei Gegenständen sind hier Anzahl und Artikelbezeichnung anzugeben, bei Dienstleistungen, Honoraren und Personalkosten die erbrachte Leistung. Wie ihr seht, kann man in unserem Beispielfall von der Fachbezeichnung der Anschaffung nur bedingt darauf schließen, um was es sich handelt. In solchen Fällen bitten wir euch um eine nachvollziehbare Beschreibung in Stichworten. In unserem Beispielfall handelt es sich um ein Funkmikrofon. Solltet ihr ein anderes Modell eines bewilligten Ausstattungsartikels angeschafft haben, gebt bitte die Bezeichnung des Artikels an, der tatsächlich erworben wurde. Alle Angaben, die ihr bei der Erfassung macht, sind auf die tatsächlich geleistete Ausgabe zu beziehen und müssen mit den Angaben auf dem zugehörigen Rechnungsbeleg übereinstimmen. Als nächstes notiere ich die Empfängerin oder den Empfänger der Zahlung, entsprechend den Angaben auf dem Beleg. Dann gebe ich das Zahlungsdatum ein. Bitte beachtet, dass hierbei nicht das Rechnungsdatum gemeint ist, sondern das Datum, an dem die Zahlung des Betrags über euer Bankkonto, PayPal oder Kreditkarte erfolgte, beziehungsweise wann die Barzahlung stattfand. Bitte achtet darauf, dass das eingetragene Zahlungsdatum mit dem Datum übereinstimmt, das ihr auf dem Beleg vermerkt habt. Im nächsten Feld erfasse ich den Leistungs- bzw. Liefertermin. Falls es nur einen Termin gab, reicht hier das Ausfüllen des linken Feldes. Falls es sich um einen Zeitraum handelt, gebt bitte das Startdatum des Zeitraums in das linke Feld und das Enddatum des Leistungs- bzw. Lieferzeitraums in das rechte Feld ein. In unserem Beispielfall habe ich das Funkmikrofon bar im Geschäft bezahlt. Somit gibt es nur einen Leistungs- bzw. Liefertermin, der mit dem Zahlungsdatum übereinstimmt. Bitte achtet darauf, dass die eingetragenen Daten mit den Daten auf dem Beleg übereinstimmen. Das Lieferdatum ist immer das auf der Rechnung bzw. dem Lieferschein angegebene Datum, welches den Versand markiert. Es ist nicht das Datum, an dem ihr eine Lieferung erhalten habt. Es sei denn, Versand und Erhalt erfolgten am selben Tag. Falls zwischen dem Betrag der erfassten Ausgabe und dem im Kosten- und Finanzierungsplan bewilligten Betrag eine Abweichung von mehr als 20% besteht, tragt bitte im betreffenden Feld eine Begründung für die Abweichung ein. Bitte notiert hier auch, falls die Abweichung im Vorfeld bereits mit eurem zuständigen Förderreferenten bzw. eurer zuständigen Förderreferentin abgesprochen war. Bei der Erfassung von Ausgaben für Anschaffungen ist zu erfassen,
ob die Anschaffung inventarisiert werden muss. Gegenstände, deren Herstellungs- oder Anschaffungskosten über 800 Euro netto liegen, müssen mit einer Inventarnummer versehen werden. Die Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten setzt sich zusammen aus Anschaffungsnettopreis und den Anschaffungsnebenkosten. Das sind zum Beispiel Montage, Transport oder Lieferkosten. Bitte beachtet auch, dass bei Gegenständen, die nicht einzeln nutzbar sind, die also nur in der Zusammensetzung mit mehreren Einzelteilen einen Gebrauchssinn haben, der Gesamtanschaffungswert relevant ist. Sofern dieser Gesamtanschaffungswert über 800 Euro netto liegt, sind alle Bestandteile zu inventarisieren. In unserem Beispielfall ist das so. Das Funkmikrofon kann sinnvoll nur zusammen mit der Sender- und Empfängereinheit verwendet werden. Obwohl der Gesamtanschaffungswert des Funkmikrofons selbst unter 800 Euro liegt, muss das Mikrofon inventarisiert werden. Wenn die Ausgabe, die ihr gerade erfasst, nicht inventarisiert werden muss, wählt beim entsprechenden Auswahlfeld die Option Nein. Da die Investition unseres Beispielfalls zu inventarisieren ist, wähle ich hier die Option Ja und kann daraufhin Inventarnummer, Hersteller und Standort des Gegenstandes eingeben. Die Inventarnummer ist die von euch selbst im Rahmen der Inventarisierung vergebene Nummer. Bezüglich der Inventarisierung gibt es im Kontext der Verwendungsnachweisprüfung keine weiteren vorgeschriebenen Regelungen. Entscheidend ist, dass die Gegenstände eindeutig erfasst werden und ihr Verbleib nachvollziehbar dokumentiert ist. Bevor ihr eure Eingaben speichern könnt, müsst ihr zunächst noch auswählen, zu welchem Schritt ihr weitergeleitet werden möchtet. Ich möchte zunächst zurück zum Hauptformular Schritt 1, von dem wir gerade kamen, also die Übersicht der Maßnahmenbereiche. Alternativ kann ich über den Link am Ende der Seite meine Eingaben abbrechen und zum Hauptformular zurückkehren. In diesem Fall würden meine Eingaben nicht gespeichert werden. Im Beispielfall möchte ich die eingegebenen Daten speichern und klicke deswegen auf den Button Ausgabe speichern. Damit sind wir zurück im Hauptformular von Schritt 1. Nun sind in unserem Beispielfall alle Ausgaben und Inventarisierungen erfasst. Nun geht es weiter im Bereich Mittelabrufe und Rückzahlungen. In der Sektion A Mittelabrufe seht ihr alle von euch getätigten Mittelabrufe. Diese Informationen müsst ihr nur noch vervollständigen. Geht hierzu bitte auf das Bearbeiten-Symbol, also den kleinen Stift, neben dem Eintrag eines Mittelabrufs und ergänzt den Tag des Zahlungseingangs sowie die Belegnummer für den Zahlungseingang aus eurer Buchhaltung, also zum Beispiel die Kontoauszugsnummer. In unserem Beispielfall sind die Felder bereits ausgefüllt. Also gehe ich zum Speichern auf Eingaben speichern und werde zurück zur vorherigen Seite geleitet. Bitte überprüft, ob die Anzahl angezeigter Mittelabrufe sowie die Höhe der abgerufenen Mittel mit euren Zahlungseingängen übereinstimmt. Wenn ihr bisher keine Rückzahlungen getätigt habt, gibt es auch keine Einträge in der Sektion B. Falls es Rückzahlungen gibt, müsst ihr die Daten analog zu den Mittelabrufen vervollständigen, indem ihr die einzelnen Einträge über das Bearbeiten-Symbol öffnet und den Tag der Abbuchung sowie die Belegnummer für den Zahlungsausgang aus eurer Buchhaltung eintragt. Zum Abschluss blicken wir kurz auf die Sektion C und sehen hier den Saldo aus Mittelabrufen und Rückzahlungen. In unserem Beispielfall sind wir nun in diesem Bereich bereits fertig und gehen weiter zum nächsten Schritt, Drittmittel. Hier werden alle Zahlungseingänge von Drittmitteln erfasst. Um einen neuen Eintrag zu erstellen, gehe ich auf den Link Drittmittel erfassen. Hier sehe ich, so wie zuvor bei der Erfassung meiner Ausgaben, zunächst eine Übersicht aller bereits erfassten Drittmittel. Um eine neue Position zu erfassen,
gebe ich zunächst den Betrag sowie das Datum des Zahlungseingangs ein. Darüber hinaus ergänze ich den Zuwendungsgeber bzw. die Zuwendungsgeberin sowie die Bezeichnung des Förderprogramms. Zum Abschluss lade ich den Drittmittelbeleg hoch. Bitte beachtet in diesem Zusammenhang, dass ihr bei zweckgebundenen Drittmitteln einen Beleg hochladen müsst, aus dem die Zweckbindung hervorgeht. Nicht zweckgebundene Mittel Dritter, also zum Beispiel Spenden, sind keine Drittmittel im zuwendungsrechtlichen Sinn, sondern Eigenmittel und müssen daher nicht belegt werden. In unserem Beispielfall handelt es sich um eine Landesförderung, also trage ich eine neue Belegnummer ein und wähle den Beleg aus. Bevor ich die Drittmittelposition speichern kann, muss ich noch entscheiden, wohin mich das System von hier aus leiten soll. Ich möchte zunächst zurück zur Drittmittelübersicht, wähle die Option aus und klicke dann auf Drittmittelposition speichern. Zurück auf der Übersichtsseite sehe ich, dass für unseren Beispielfall alle Drittmittel erfasst und aufgelistet sind und gehe weiter zum nächsten Schritt, dem Sachbericht. In unserem Beispielfall sind die Sachberichttexte bereits eingegeben. Über einen Klick auf Text bearbeiten komme ich in den Bearbeitungsmodus. Hier kann ich sowohl die Texte des Sachberichts hinzufügen oder bearbeiten, als auch Anlagen hinzufügen. Bitte beachtet, dass die Zeichenzahl der Sachberichtstexte auf 3000 Zeichen begrenzt ist. Sollte das Textfeld für eure Eingabe nicht ausreichen, könnt ihr es an der rechten unteren Ecke mit einem Mausklick größer ziehen. Als Anlage bitten wir euch, aussagekräftige Fotos hochzuladen, die eure geförderte Maßnahme dokumentieren. Bitte beachtet, dass das Hochladen von Fotos bei Umbaumaßnahmen laut Zuwendungsvertrag verpflichtend ist. Bitte ergänzt neben dem Upload auch die Kurzbeschreibung zu den Anlagen. Zusätzlich zu Fotos ladet an dieser Stelle bitte auch Presseberichte und andere Dokumentationsmaterialien hoch. Bitte ergänzt zu Presseberichten das Datum der Publikation sowie die Quellenangabe im Feld Kurzbeschreibung. Die Zahl der Anlagen ist auf maximal 5 begrenzt. Falls ihr mehr als 5 Anlagen hochladen möchtet, bitten wir euch, beispielsweise Fotos in einem PDF zusammenzufassen. Um die Dateigröße zu begrenzen, könnt ihr komprimierte Bildformate wie JPEG verwenden. Eure Eingaben werden immer dann gespeichert, wenn ihr auf Speichern klickt. Wir empfehlen euch daher, bei der Eingabe des Sachberichts regelmäßig über den Button Aktuellen Stand speichern zwischenzuspeichern. In unserem Beispielfall sind sowohl die Texte als auch die Anlagen des Sachberichts bereits vorbereitet. Also entscheide ich, wohin mich das System weiterleiten soll und klicke auf Aktuellen Stand speichern. Zurück auf der Übersichtsseite kann ich alle Texte und Anlagen noch einmal überprüfen und gehe dann weiter zum fünften und letzten Schritt. Deckungsmittel ermitteln und Eingaben prüfen und absenden. Im letzten Bereich des Online-Portals stellt das System alle gemachten Eingaben in der Übersicht dar, damit ihr vor dem Absenden alles noch einmal gründlich überprüfen könnt. Falls ihr Fehler korrigieren möchtet, könnt ihr von hier aus auch direkt in den Bearbeitungsmodus für einen einzelnen Eintrag wechseln, indem ihr auf das Bearbeiten-Symbol rechts neben einem Eintrag klickt. Unter Punkt 1 Beleglisten findet ihr die Beleglisten für alle erfassten Drittmittel, alle Mittelabrufe, alle Rückzahlungen, sowie alle erfassten Ausgaben chronologisch nach Zahlungsdatum sortiert. Darüber hinaus findet ihr hier eine Liste sämtlicher hochgeladener Belege. Unter Punkt 2 findet ihr den zahlenmäßigen Nachweis, der vom System auf Grundlage eurer Eingaben automatisch erstellt wurde.
Wenn ihr alle Eingaben gemacht und alle notwendigen Belege hochgeladen habt, erhaltet ihr eine automatisierte Prognose. Das heißt unter anderem, die finalen Werte werden durch unsere FörderreferentInnen in der Verwendungsnachweisprüfung ermittelt. Im Zuge der Prüfung kann es zu Rückforderungen kommen, zum Beispiel bei nicht förderfähigen Ausgaben. Die Prüfung kann aber auch ergeben, dass alles ausgeglichen ist oder Erstattungen entstanden sind. Den finalen Stand der Prüfung erhaltet ihr mit dem Schlussbrief. Wird ein Rückzahlungsbetrag, sprich ein negativer Differenzbetrag, angezeigt, der höher ist als 6,99 Euro, meldet bitte umgehend eine Rückzahlung an. Das macht ihr in unserem Online-Portal, indem ihr auf unserer Webseite der Funktion Rückzahlung ankündigen folgt. Anschließend erhaltet ihr Informationen, an welche Bankverbindung mit welchem Verwendungszweck ihr die Rückzahlung überweisen sollt. Mit der Rückzahlung könnt ihr eventuelle Zinszahlungen vermeiden. Unter dem zahlenmäßigen Nachweis findet ihr das Inventarverzeichnis zur Überprüfung. Darauf folgt der Schlussbericht. Um die Arbeit im Online-Portal abzuschließen, müsst ihr bei den Erklärungen unter Punkt 5 alle Haken setzen. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr alle Informationen korrekt eingegeben habt, könnt ihr auf Erfassung abschließen klicken. Beachtet bitte, dass danach keine Änderungen mehr möglich sind. Alternativ könnt ihr die Seite an dieser Stelle auch verlassen und über euren individuellen Zugangslink später zurückkehren, um die Daten noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ergänzen. Der aktuelle Stand eurer Eingaben wurde automatisch im System gespeichert. Für den Fall, dass die Gültigkeit eures Zugangslinks abgelaufen sein sollte, wenn ihr zu eurer Arbeit im Portal zurückkehren möchtet, könnt ihr jederzeit einen neuen Link generieren. Nach dem Abschluss könnt ihr den Verwendungsnachweis als PDF direkt vom Portal herunterladen. Parallel verschickt das System das PDF aber auch an eure E-Mail-Adresse. Sollte euch im PDF ein Fehler auffallen, wendet euch bitte an den für euch zuständigen Förderreferenten bzw. die für euch zuständige Förderreferentin. Das PDF müsst ihr nun ausdrucken und es ist von der vertretungsberechtigten Person zu unterschreiben und postalisch an unser Büro zu senden. Unsere aktuelle Anschrift findet ihr auf unserer Webseite sowie in allen von uns versendeten E-Mails. Sie lautet: Bundesverband Soziokultur e.V., Neustartkultur, Zentren 2, Brunnenstraße 196 in 10119 Berlin. Bitte habt dafür Verständnis, dass die Prüfung aufgrund der hohen Anzahl geförderter Maßnahmen einige Monate in Anspruch nehmen wird. Wir möchten euch daher bitten, von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen. Mit allen anderen Fragen zu eurem individuellen Fall bzw. zur Erstellung des Verwendungsnachweises könnt ihr euch selbstverständlich wie gewohnt jederzeit an uns wenden. Wir hoffen, dass wir euch durch unser Videotutorial bei eurer Arbeit an eurem Verwendungsnachweis unterstützen konnten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute!